El Humbros. Heute mal was anderes, keine lustige Montage, sondern Riot überarbeitet gleich vier Champions, unter anderem Darius, Mordekaiser, Garen und Skarner. Das Ganze mache ich mit Super Buddy zusammen, bei ihm werdet ihr die Reworks von Garen und Skarner sehen. Und ich mache jetzt Darius und Mordekaiser. Wir fangen jetzt direkt mit Darius an. Bei Darius neuer Passiver bleibt der Blutungsstack, allerdings kommt hier jetzt ein neuer Effekt noch dazu. Wenn ihr es schafft, 5 Stacks auf einen Gegner zu bekommen oder jemanden mit eurer Ulti tötet, kommt ihr in den Blood Rage Zustand. In diesem Zustand bekommt ihr am Anfang 40 Attack Damage dazu. Bei jedem Hit wird die Dauer von Blood Rage zurückgesetzt. Und das Geile ist, wenn ihr im Blood Rage Zustand seid und ihr dann wen anders angreift, bekommt derjenige sofort 5 Stacks von eurer Passiven drauf. Das Ganze steigt mit dem Level und wie ihr hier seht, bekomme ich mit Level 16 160 Attack Damage dazu. Bei seinem Q ist es jetzt so, dass ihr einen kleinen Delay im Angriff habt. Das heißt, ihr aktiviert den Q, holt quasi aus und schlagt dann erst um euch herum. Des Weiteren hielt sich Darius um 10% von seinem fehlenden Leben pro Champion, den er trifft. Hierbei ist allerdings ein Limit von maximal 30%. Ihr könnt, wenn ihr den Q aktiviert, euch bewegen, allerdings keine Summoner Spells oder Items oder ähnliches benutzen. Der W macht jetzt nicht nur Schaden, sondern slowt auch eure Gegner um 90%, allerdings nur für eine Sekunde. Damit kommen wir jetzt zum E, den Grab. Der Grab hat sich kaum verändert, bis auf ein kleiner Bonuseffekt, dass der Grab jetzt auch für eine Sekunde um 90% slowt. Das heißt für euch Darius-Spieler, dass ihr viel besser an Gegnern dranbleibt und sie nicht einfach wegspringen können. Und jetzt ist das Allerwichtigste, Darius Ulti. Die Ulti ist im Prinzip dieselbe geblieben, mit dem kleinen Unterschied, dass die Ulti auf Rang 3, also mit Stufe 16, kein Mana mehr kostet. Und wenn ihr jemand mit eurer Ulti tötet, ist der Cooldown komplett resettet. Das heißt, wir haben quasi den alten Darius auf Stufe 16 wieder. Was zur Hölle hat sich Riot dabei gedacht, Darius so unfassbar stark im Late Game zu machen? Ich meine, du kannst an der Frontline 5 Stacks aufbauen, zum Midlaner oder AD Carry gehen, ein Outdate machen, die Ulti draufklatschen und dann hat der Typ mal eben so 1000 True Damage im Gesicht. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, Darius wird direkt wieder genervt oder denkt ihr, er ist viel zu stark im Late Game oder ist es schon legit, dass er irgendwie im Late Game mehr Schaden macht, weil er ja ein Off-Tank sein sollte? Und damit kommen wir jetzt zu Mordekaiser. Mordekaisers Passive wandelt ihr 25% des magischen Schadens, den ihr verursacht, in ein Schild um. Das Schild kann maximal 25% eures maximalen Lebens enthalten und fällt pro Sekunde um 2% eures Basislebens ab. Hierdurch kann das Schild allerdings nicht unter 25% fallen. Die Damage in Schildumwandlung bei Minions ist um die Hälfte reguliert. Und damit kommen wir jetzt zum neuen Q. Der Q skaliert jetzt mit AD und AP. Das heißt, ihr könntet wahrscheinlich Hybrid-Mordekaiser spielen. Wenn ihr euren Q aktiviert, wird euer erster Auto-Hit Schaden machen. Der zweite Auto-Hit gleich doppelt so viel Schaden. Und der dritte Auto-Hit gleich nochmal doppelt so viel Schaden. Der W ist für mich die größte Änderung an Mordekaiser. Mit der neuen Passiven bekommt ihr volle Erfahrung für Minions, die ihr tötet, unabhängig davon, ob Teammates in der Nähe sind. Ihr könnt die Aktive jetzt nur noch auf befreundete Mitspieler oder auf euren Ghost von der Ulti machen. Wenn ihr euch zueinander bewegt oder wenn der eine zu dem anderen läuft, bekommt ihr erhöhten Movement Speed. Das könnte sehr interessant für euren Jungler werden, da ihr ihm den W geben könnt und er schneller auf die Lane kommt. Wenn sich die Voids berühren, macht ihr Magic Damage im Radius der Kreise. Ihr könnt den W auch reaktivieren, um gegnerischen Champions Leben zu klauen. Das Ganze könnt ihr auch bei Minions machen, allerdings ist der Effekt dort auf 33% reduziert. Der E hat sich rein spielerisch nicht groß verändert, bis auf dass er jetzt auch mit AD und AP skaliert. Plus, wenn ihr einen Champion damit trefft, bekommt ihr 15% eures maximalen Schildes dazu. Und jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach dem wichtigsten Teil von Mordekaisers Rework, der Ulti. Die Ulti hat zwei Neuerungen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Wenn ihr mit der Ulti wen tötet, bekommt ihr 30% von deren Ability Power und 25% von deren Bonusleben. Euer Geist dafür bekommt Bonus Attack Damage und 15% von Mordekaisers maximalen Leben. Dadurch wird es interessant, vielleicht mal nicht den AD Carry oder den AD Toplaner zu töten mit der Ulti, sondern auch den Midlaner, um Mordekaiser extrem zu buffen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil der Ulti. Wenn ihr den Drachen angreift, markiert ihr ihn für 10 Sekunden. Natürlich, bei jedem neuen Auto-Hit resettet diese Zeit. Wenn der Drache dann stirbt, wenn er die Markierung auf sich drauf hat, habt ihr den Drachen als Geist bei euch. Und das besondere Highlight hierbei finde ich, dass der Drache nicht nur einen stumpfen Auto-Hit macht, sondern auch den AOE-Auto-Hit, was ich ziemlich geil finde, weil genau das, finde ich, den Dragon auch ausmacht. Und abgesehen davon sieht er einfach nur hammergeil aus. Was haltet ihr vom Mordekaiser Rework? Denkt ihr, das wird wieder viable, Mordekaiser zu spielen, oder denkt ihr, es wird mehr ein Fun-Ding? Persönlich denke ich, dass vielleicht viele ihn spielen wollen, weil sie mal den Dragon zähmen wollen oder einfach mal den W ausprobieren wollen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich viable wird für High-Elo-Games. Was haltet ihr davon? Guckt euch auf jeden Fall mal meine lustigen Momente oder Bromente an. Das ist eigentlich quasi die Serie, mit der ich meinen Kanal bisher geführt habe. Das war mein erstes Video zu Champion Reworks. Ihr müsst mir unbedingt mal sagen, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut und verständlich erklärt? Würdet ihr euch wünschen, dass ich noch was anderes mache? Ich habe leider keinen Greenscreen, sonst würde ich das wie Super Buddy so einen coolen Hintergrund machen. Aber das kann ja noch kommen. Und wir sehen uns das nächste Mal.